meine Rolle ist eigentlich einfach zu erklären, ich bin seit 20 Jahren dabei. So wie es aussieht, also, nein, es ist ganz sicher die letzte Qualifikation, die ich spielen werde. Und wir probieren in dem Umbruch nochmal mitzuhelfen, die Jungen zu führen, einzuschaffen, ihnen Vertrauen geben. Und das ist eigentlich die Rolle, die ich ausfüllen möchte. Ich denke, das Wichtigste ist, dass sich auf dem Platz für die Spieler herauskristallisieren. Und dort haben wir sehr die erfahrenen Spieler wie Burmeier, Jeli, Philipp Berne, die mehr Verantwortung übernehmen als all die, die länger dabei sind. Die wollen jetzt zu Führungspersonen, wollen sich weiterentwickeln. Und ich denke, es wird nicht so ein Problem sein. Die letzten Jahre haben wir natürlich schon Probleme gehabt, zum regelmäßig Goalschießen. Das ist eigentlich das Hauptaugenmerk, das wir jetzt darauf legen wollen, dass man wirklich etwas nachkommt. LFV seit vielen Jahren jetzt sind schon auf der Suche, schon im Nachwuchsbereich, um dort einen Bomber auszubilden. Und das ist halt nicht so einfach, aber ich denke, dort wird in den nächsten Jahren etwas nachkommen. Ich sage, die Kühne ist auch hier auf der Seite, ein schneller Flügel. Der Dennis ist eigentlich auch eher am Flügel, aber vorne sind die Qualitäten schon zeigen, da am Abschlusstraining und also in Bosnien damals. Und jetzt sehr seine Qualität auch vor dem Goal und hofft, dass er sich weiter so entwickelt. Der grosse Gegner ist natürlich wichtig, dass man möglichst einen Spielrhythmus aufnimmt, nicht so wie gegen Bosnien, wo wir die ersten 20 Minuten wirklich extrem Mühe haben, von der Luft her, vom Tempo vom Gegner. Dann ist es wichtig, dass man die erste Viertelstunde, 20 Minuten wirklich mal für das Vertrauen kein Goal überkommt, dass man kompakt steht. Sie mit ihrem Kurzpassspiel draußen sind natürlich überragend auf dem Niveau und dort kann man wirklich hellwach sein.